Moin Leute, kurzes Informationsvideo zum Thema Pool. Wir waren gerade eben noch im Obi. Ich habe mir hier zwei Funksteckdosen mitgenommen und die packen wir jetzt mal gemeinsam aus. Ich habe hier eine Seite schon aufgemacht. Ich muss quasi nur noch die Packung aufbekommen. So. Die habe ich mir geholt, weil ich draußen ja Pumpen platzieren werde im Wasser und die will ich auch steuern. Also vielmehr eine Steckdose für die Pumpe und die andere Steckdose ist für den Blubber. Hier, das ist so eine Steckdose, das sind extra Outdoor-Steckdosen, hier mit so einem Clipser. Extra Outdoor-Steckdosen. Ja. Hier ist die andere. Muss ich mal noch kurz lesen, ob die auch für außen sind, auch nochmal schon. Für Außenbereich, genau, hier steht es. Funksteckdosen für den Außenbereich. Warte mal, ich stelle mal scharf. Ja, okay, will er nicht. Auf jeden Fall steht da. Oh, jetzt Funkschalter-Set mit selbst. Mit was? Ah, okay. Mit Selbstfunktionen aus und für den Außenbereich. Selbstlernfunktion. Aha. Okay. Weiß ich jetzt auch nicht, was es ist. Okay. Ja, ich werde jetzt da vorne mal so eine Steckdose einstecken. Einfach hier. Und dann nehme ich mal hier kurz das Licht raus. Und dann nehme ich mal so eine Steckdose hier. Jetzt leuchtet sie. Ist da noch irgendwas drin? Nö. Kann man nochmal gleich einstecken, ne? So. So, warte mal, ich muss die vielleicht auch noch aktivieren, oder? Steht jetzt nichts. Oh, es geht ja verdammt schwer rein da. Alter. Da muss ich doch einmal kurz durch die Anleitung blättern. Was ist das? Nicht die Anleitung. Das scheint mir wieder Anleitung auszusehen. Ja. Jo, das sieht mir schon eher nach einer Anleitung aus. Gebrauch. Das Gerät entspricht dem Stand der Wissenschaft, der Technik sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen. Das Gerät ist drahtlos, an- und ausschaltbar, von Verbrauch einer Leistung reicht bestimmt. Das Gerät ist nicht für gewerblichen Gebrauch konzipiert. Jede Verwendung. Leute, wir machen das jetzt so. Ich programmiere das Ding schön ein und dann geht's weiter. So Leute, ich habe das jetzt eingerichtet. Man muss die Steckdose einstecken und gleichzeitig die Taste wählen, auf der man die Steckdose später steuern möchte. Ich habe das jetzt einfach mal an mein Licht hier angeschlossen. Ja. Hier. An. Aus. An. Ja, funktioniert. Dann mache ich da einen Kleber drauf mit der Taste 1.
Dann nehme ich mir gerade mal irgendwie so ein kleines Zettelchen oder so. Mache ich später. Und dann stecken wir die zweite noch rein und dann programmiere ich die noch schnell. Ja, die funktioniert jetzt auch. Gut. Also gut. Dann sind die zwei Dinger fertig. Nächste Information. Meine Pool-Solarmatten sind heute angekommen. Ich hatte mir die gestern bestellt. Sind jetzt heute angekommen. Funktionieren oder Funktion kann ich bis jetzt noch nicht sagen, weil ja noch nicht die Poolzeit ist. So, sorry, kurze Unterbrechung. Wie gesagt, Funktionalität kann ich euch leider noch kein Fazit geben, weil ich nicht, noch nicht die Pumpe da habe, die ich benötige, um das Ding zu pumpen. Und ich habe noch, vielmehr ich, das heißt ich, es ist noch nicht so weit. Es ist noch kein Sommer, es ist noch kein 4. April, es ist noch kein Saisonstart. Ich kann das somit noch nicht sagen. Ich habe 4 Stück davon da. Davon wird es ein ausreichendes Video geben, wo ich die Dinger aufbaue. Da wird es auf jeden Fall ein Video dazu geben, weil ich das alleine mache. Also vermute ich zumindest mal. Zum Pool selber aufbauen, also die Paletten und so weiter. Das werde ich mit dem Opa zusammen machen. Also sprich, da wird es kein Video geben, weil ich nicht will, dass meine Großeltern im Internet sind. Die haben da nichts verloren. Ja. Steckdose funktionieren, einwandfrei. Und die eine Steckdose, die 1, die hier, wird später die Pumpen steuern. Und die 2 wird später den Blubber steuern. Also ich kann die jetzt beide gemütlich mit der Fernbedienung steuern. Ich kann jetzt schön am Schreibtisch sitzen. Ach, ich will mal dunkel haben. Drück mal einmal die 1. Ach, ich will wieder hell haben. Drück mal die 1. Ne? Und so auch mit der 2. Ja, ganz easy. Ja. Dann. Zu den Poolmatten selber. Also ein Tutorial. Was heißt, ein Unboxing wird es nicht geben, weil ich die schon aufgemacht habe und ausgepackt. Außer 2, die habe ich noch original verpackt. Aber ich denke, ihr wisst, wie solche Poolmatten aussehen. Ich kann die euch auch nochmal zeigen, wenn ich sie aufbaue. Ja, also gut. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts von dem Poolprojekt verpassen wollt, lasst auch noch ein Abo dafür da. Ja. Und aktiviert die Glocke natürlich, ne? Sonst werdet ihr nicht benachrichtigt, wenn ich mein nächstes Video hochlade. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal und ciao.